Herr Präsident, meine Damen und Herren, 5 Punkte in 5 Minuten. Als erstes, ich gucke, vielleicht geht es auch schneller. Also, einmal zu der Arbeitsgruppe, die eben angesprochen worden ist vom Kollegen, die es bei Minister Lienkämper schon gegeben hat. Wenn es die schon gegeben hat, ist das gut so. Das war vor meiner parlamentarischen Zeit, aber ich habe mich eben noch mal rückgekoppelt mit dem damaligen Staatssekretär im Verkehrsministerium Becker. Die ist, lieber Kollege Rasche, die ist keineswegs eingestellt worden, sondern die ist auch in der Regierungszeit unter Vogtsberger weitergeführt worden. Und es war Grundlage für den Bericht, der 2011 uns im Ministerium, vom Ministerium im Ausschuss vorgelegt worden ist. Aber wenn Lienkämper das als Minister eingerichtet hat, dann ist das gut so. Und dann nehme ich das auch zurück, dass ich behauptet habe, er hätte da sich nicht drum gekümmert. Zweiter Punkt. Uns wird ja vorgeworfen, gerade von grüner Seite, wir würden Planung immer in die Länge ziehen etc. Bei dieser Brücke, wenn es sozusagen nach uns gegangen wäre und wir hätten Zeit, dann hätte man diese Brücke ganz anders planen müssen, dass da keine Schienenverbindung draufkommt, dass es keinen vernünftigen Radweg oder Radschnellweg gibt, dass entsprechend die Zuwegung immer noch geplant ist, das auf so eine Aufstelzung zu machen. Das ist nicht grüne Verkehrsplanung und Verkehrspolitik. Dass wir das mittragen und zugestimmt haben, das liegt einzig und allein daran, dass es hier so einen hohen zeitlichen Handlungsdruck gibt und dass es eine Entlastung für diese Brücke geben muss. Ansonsten hätten wir da ganz anders dran gehen müssen, planerisch. Das ist mir an dieser Stelle auch nochmal wichtig zu erwähnen. Dritter Punkt, das ist also fernab grüner Ideologie. Wir sorgen dafür, dass es auch mit schnell vorangetrieben wird, weil es schnell gelöst werden muss, jedenfalls so schnell, wie es möglich ist. Dritter Punkt, Herr Moritz, Sie haben eben gesagt, Rednerinnen von SPD und Grünen haben was zur Giftmülldeponie gesagt. Ich habe einfach nur Ihren Antrag gelesen. Dort sagen Sie auf Seite 2, gibt es 3, 4 Zeilen, die sich ausführlich mit der Frage der Giftmülldeponie beschäftigen. Und der Kollege Becker hat es ja auch gesagt, wir haben das jetzt nicht aus der Luft gegriffen. Da müssten Sie als CDU-Abgeordneter, wenn Sie hier ans Podium gehen, auch mal vorher vielleicht Ihren Antrag lesen und was Sie da an Fragestellungen an die Landesregierung richten. Ja. Vierter Punkt bei der Frage nach vorne. Ein entscheidender Punkt, warum diese Brücke so kaputt ist und entsprechend jetzt abgerissen werden muss und neu gebaut werden muss, ist die Überlastung und Überladung der heutigen LKWs, die ja ein Vielfaches der Lasten transportieren, als es noch in den 60er, 70er Jahren ist. Und von Seiten der Bundesregierung, von Seiten des Bundesverkehrsministers ist zugesagt worden, dass an verschiedenen Stellen, auch in Nordrhein-Westfalen, sogenannte Gewichtswagen in den Fahrbahnen eingefügt werden, vor Brücken. Das ist bis heute in Nordrhein-Westfalen noch an keiner Stelle umgesetzt. Also wenn Sie eine gute Tat tun wollen, liebe Kollegen von der CDU, aber das kann natürlich auch von Seiten unseres Verkehrsministers in Berlin noch mal angemahnt werden. Unsere Chance ist doch nur, künftigen Verschleiß, soweit es geht, zu verhindern und im Auge zu haben. Dann ist die Einführung von solchen Gewichtswagen auf nordrhein-westfälischen Autobahnen ein wichtiger Schritt. Und das muss von Seiten des Bundes, wo es zugesagt ist, auch umgesetzt werden. Letzter Punkt, Alternativen zum Stau. Das war ja auch ein Anlass für Herrn Fussem hier zu seiner Rede. Also wenn es eine Landesregierung gibt, die sich intensiv in ihrer Verkehrswegeplanung um Alternativen zum Stau bemüht, dann ist es doch wohl diese. Welche Schlachten haben wir hier schon geführt, um die Frage von Sanierung und Erhalt vor Neubau, um die Frage von Radschnellwegen, um die Frage von RX-Ausbau etc.? Die immer nur auf Straßen bauen, auf sozusagen das setzen, was frühere Verkehrspolitik ist, die sitzen doch wohl hier im Plenum. Wir haben doch Alternativen zum Stau immer wieder finanziert und vorangebracht. Und wenn ich Ihre Änderungsanträge mir zum Haushalt angucke, wo es doch häufig darum geht, nicht mehr Geld für Radschnellwege, kein Geld entsprechend einzuplanen für Alternativen. Und lieber Kollege Rasche, natürlich braucht es, und dafür machen wir solche Aktuellen Stunden, hier eine sachliche Argumentation und Auseinandersetzung. Aber wenn ich mir die Rede allein von Herrn Moritz noch mal angucke, wo er doch an vielen Stellen erwähnt hat, dass der 14. Mai der Schlusspunkt für diese Regierung ist und dass vielfach auch gestern bei unserer verkehrspolitischen Debatte, bei Ihnen, Herr Rasche, als Sie am Ende gesagt haben, es wird Zeit, dass die Grünen aus der Regierung rauskommen, damit mal vernünftig geplant wird. Also wer selber ständig hier Wahlkampf macht in seinen Reden und dann einfordert, dass wir hier eine Sachdebatte führen wollen, da müssen Sie also, da ist der eine Finger, wo ich auf andere zeige, da sind die anderen Finger, die aber auf einen selbst zurückzeigen. Da müssen Sie mal Ihren Wahlkampf hier einstellen. Applaus